will mal gucken, was die Jungs einmal von Foodfleisch, will ich nur gucken, was die zu dem Döner sagen, wo ich jetzt gerade ein Video gemacht habe, in Billstedt in Hamburg, wo ich gesagt habe, bester Döner in Hamburg. Ich will nur kurz gucken, was die dazu sagen. Richtig heftigen Japrak-Döner an, und zwar eine Mischung aus Lamm- und Kalbfleisch. Und ich habe ja vom Fleisch schon probiert und ihr wisst ja ganz genau, Lammfleisch ist nicht so mein Favorite-Fleisch, aber du schmeckst es nicht, oder Klaus? Nein, schmeckt es wirklich nicht. Also das hier, was wir jetzt zur Probe bekommen haben, ist schon einmalig. Das ist richtig geil. Ja. Top-Fleischqualität, definitiv. Und ich würde mal vorschlagen, lass uns mal in die Küche gehen. Ja? Willst du mitkommen? Nee, mach oder willst du hier sitzen alleine. Bleiben? In der Küche, ja. Gehen alleine. Nee, alles klar, dann gehe ich mal in die Küche. Geh mal alleine, sagt Klaus. Der ist Süßi, der Klaus. Geh mal alleine, Klaus ist der beste Mann. Und er ist, das wusste ich auch gar nicht, gelernter Koch, also er hat wirklich gutes Wissen. Er hält sich immer einfach zurück, voll bescheiden. Wir schauen uns mal den saftigen Spieß an. Ich finde, er sieht nicht so gut aus, wie er ist. Er ist wesentlich besser, als er aussieht. Aber zumindest sieht man die Quali so von der Schichtung und so. Da sieht man. Von der Entfernung sah scheiße aus, aber guckt euch das an, Mann. Puh. Die könnten den aber noch mehr on point raushauen, wenn so ein Andrang wäre wie bei Fairhat. Weil dann passiert Folgendes, du kannst die Temperatur vom Dönergerät hinten, kannst du höher machen, sodass es nur leicht angeröstet ist. Bam, hinten noch schön medium raus. So sind die gezwungen, den warm zu halten, wisst ihr? Das führt immer dazu, dass natürlich ein bisschen Saftigkeit verloren geht. Wenn da mehr Andrang wäre, so wie bei Fairhat, der ist ja durchgehend. Eine Seite, 45 Sekunden, richtig Feuer, boom. Und dann wird das runtergeschnitten, gleich wieder gedreht. Gleiches Spiel von vorne. So, Freunde, ich bin jetzt mitten in der Küche und der Typ übrigens, da ist Memo. Der Hamza, das ist der Döner-Experte da, der auch den Spieß legt, der hat bei Bayram Oglu in der Türkei gelernt. Das ist der, sagt man, offiziell beste Döner in der Türkei. Und ja, hat da gelernt und jetzt den Spieß hier so gesehen nach Deutschland, nach Hamburg gebracht. Hamburg! Hier dieser Spieß, das sind 100... Ich fahr heute hin, glaube ich, Mann. Und dann werde ich schön den Döner da nochmal essen. Prozentiger Japan-Spieß, ne? Auf Nacken von ihm. Auf Nacken von ihm. Wenn du nicht auf Nacken gibst nach meinem Video, dann weiß ich auch nicht, Memo. Bei wie viel Prozent Anteil? 30% Lamm und 70% Kalb. Wow. Okay. Das sieht sehr, sehr mächtig aus. Das gab es bis jetzt in Hamburg noch gar nicht. Nee. So in der Form, das ist der erste viereckige oder rechteckige Spieß. Auf jeden Fall. So Leute, ihr habt ja bei der Zubereitung zugeschaut und das Fleisch sieht einfach nur... Letztes Mal, ich dachte mir, weißt du, ich wollte einfach nur ein Foto vom Spieß machen und Hamza spricht kein Wort Deutsch. Kein Wort. Ich will Foto machen, das hat dann noch ein anderer Mitarbeiter übersetzt. Dann ist er aber auch kurz weggegangen und er hat die ganze Zeit seinen Spieß und seinen Löffel hat er vor den Spieß gehalten und ich wollte ohne. Ich sag, ohne. Hab noch auf Englisch versucht, irgendwie sonst was, aber ich hätte ihn wegschubsen müssen, so wisst ihr. Ich hätte ihn zur Seite schubsen müssen, es ging nicht. Mega aus. Und ich habe mich schon gewundert, warum es nicht nach Lamm schmeckt. Es ist nur ein 30%iger Anteil an Lamm. Also ich muss ihn da in Schutz nehmen. Ich habe auch bezüglich dieses Videos schon von jemandem gehört, ja, die von Foodfleisch waren auch da, haben gesagt, nicht nach Lamm, voll die Schnacker. Der Spieß ist jedes Mal anders. Jedes Mal anders. War bei mir auch so, einmal Lamm, einmal nicht. Sogar selbst in zwei, einmal mit Soße, einmal ohne gegessen. Ohne Soße hat nach Lamm geschmeckt, mit Soße nicht. Gefährlich. Also doch nicht mehr Lamm als Kalb, sondern mehr Kalb. Ne, 70% Kalb, 30% Lamm. Und deswegen hat es nicht so rausgeschmeckt. Und hier, schaut euch mal hier diesen Döner an. Dürüm besser gesagt, das ist ein Dürüm. Sieht auf jeden Fall sehr juicy aus. Und vor allem, der Fleischanteil ist mega. Und ich sage euch, das Brot, auch wieder zweimal verschieden gehabt. Deshalb müsst ihr aufpassen, ne? Ich glaube, das ist so ein Brot, weil es kommt direkt wirklich frisch gemacht. Wenn das schon 2 Stunden liegt, ist eine andere Nummer. Aber wenn ihr es frisch habt, so richtig elastisch. Das ist so richtig geile Konsistenz, super Brot, aber ne, kannst auch Pech haben, dann ist es nicht ganz so geil. Beim zweiten Mal war es wesentlich geiler, als ich da war. Ist mega, ne? Also mehr Fleisch als Gemüse. Und ich wollte aber trotzdem wissen, wie die Soße schmeckt. Ich habe deswegen extra mit ein bisschen Soße, ne, bestellt. Mal schauen. Sehr intensiver Fleischgeschmack, aber ein sehr, sehr guter Fleischgeschmack. Also du merkst richtig, du hast nur Fleisch, keine Bindungsmittel, keine Geschmacksverstärker.
Und soviel ich mitbekommen habe, wurde auch das Fleisch mariniert vorher. Mm. Ne? Deswegen hat es auch so eine schöne Würze. Hamza ist ein König. Hamza, der den Fleischspieß macht, ist ein König. Ist wirklich, wirklich gut, Mann. Ich habe sturmfrei, Mann. Frau und Kind sind nicht da. Ich fahr dahin. Und es ist mega saftig und es schmeckt auf jeden Fall richtig gut. So Leute, bevor ich das hier esse, will ich noch mal sagen, schaut euch diesen Laden an. Unheimlich sauber, ganz toll eingerichtet, eine ganz tolle Atmosphäre. Und man hat auch hier, man präsentiert auch das. Ganz kurz nur, das finde ich interessant, Plastik sagt, null nach Lamm geschmeckt. Manchmal hast du das, sie schmeckt Lamm, null nach Lamm, das ist das gute Lamm. Da bin ich auch nicht Experte genug, aber ich weiß, dass Lamm ganz großen Unterschied macht, wie das Lamm ist, wie es geschlachtet wurde, bla, bli, blub. Viele machen auch noch so Lamm-Schwanz rein, das ist ganz schlimm, als Türkei ganz oft, das schmeckt dann ultra nach Stall, aber macht riesen Unterschied. Das ganze Fleisch, was sie hier verarbeiten, in einem, so einem Kühlraum, in eine Glasscheibe, wo man das alles sehen kann. Und man kann auch in die Küche reingucken. Also ich finde das also ein Traum, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Transparenz ist auch wieder vorhanden. Ja, so, also ne? wunderbar. Und die produzieren das selbst. Das ist ja, jetzt das nicht irgendwie so eine Produktionsfirma, wo sie da den Dönerspieß einfach kaufen, sondern die produzieren das täglich. Und jetzt beiße ich aber mal hier rein, ob ich das auch super finde. Also schönes Fleisch drin und nicht zu viel Gemüse, mehr Fleisch als Gemüse, ne? Mm-hmm. Und der Teig ist hier sehr gut. Das Fleisch, was da drin ist, Kalb- und Lammfleisch, sehr, sehr gut. Wirklich super, ganz toll. Hat aber einen schönen Kalbfleischgeschmack, das ist echt mega. Ja, kein. Ich sage euch jetzt schon mal, Klaus isst gleich wieder Alufolie. Kein starker Lammgeschmack. Überhaupt gar kein Lammgeschmack, gar nicht. Gar nicht. Nee, also muss ich wirklich sagen, ganz toll. Bin angenehm überrascht. Oh, und hier haben wir noch ein kleines Dessert. Oh je. Original Baklava. Baklava und der Pistazien hier. Ja, aus Gaziantep. Lecker. Das wollen wir mal probieren. Süß, aber nicht übersüß. Und schön, auch nicht trocken, saftig. Klaus verreckt gleich. Sehr geschmacksvoll, sehr gut, nicht übersüß. Und die Pistazien schmecken gut, ne? Bitte? Und die Pistazien. Memo hätte ihn Mund-zu-Mund-Behandlung geben müssen. Sehr lecker. Wunderbar. Aber könnt ihr selber auch mal probieren, ne? Oh, schöner Sound, Mann. Ich glaube, die haben so gesagt, machen die selber. One bite, oder? Ne, zu viel, ne? One bite, Alter. Reverse bite im One bite Format. Es gibt Baklava und Baklava. Es gibt einmal das extrem süße, wo du nur Zucker schmeckst, ne? Was so richtig trieft vor Zuckersirup. Und das ist perfekt. Du spürst die Lagen, ne? Die Layers, schön knusprig, trotzdem saftig unten im unteren Bereich. Und die Pistazien haben einen wunderbaren Geschmack. Wundervoll. Einfach nur wundervoll. Hast einen cremigen Geschmack im Mund. Ist auch nicht zu süß. Wirklich. Eins der besten Baklavas, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Döner da live, der kostet tatsächlich Kosten 10er. Ich weiß, da ist bei euch gleich alle so, alle springen gerade auf und drehen durch und sagen die Hurensöhne. Morgen schmeißt da jemand die Scheiben ein. Ich sage jetzt, für ein Dürüm ist die Größe jetzt nicht abnormal groß, aber wenn die ganzen mit ihrer Gammelqualität, ich weiß auch im Döner-Game jetzt hier so ein bisschen die Preise von den ganzen Spießen und so, irgendwo müssen die auch gerade überleben und die Preise sind scheiße, Mann. Und ich hole mir lieber für einen Zehner das Ding als für 6,50 da so ein Gammelfleisch aus der Industrie. Wobei es auch wirklich gute Spieße in der Industrie gibt, so. Aber die allerwenigsten. Szene angebracht. Absolut Mister. Also da kannst du bei dem nicht sagen, auch in Tonbul, die Leute gucken dann ihre ganzen Videos, waren nicht mal da, sagen Szene so teuer. Also ich muss den Kollegen da in Schutz nehmen. Das ist doppelt so groß fast wie ein Döner. Also wenn du das auf 100 Gramm Preis runterrechnest, ist der sogar wahrscheinlich günstiger als die anderen Döner. Da muss man auch einfach mal irgendwie den Verstand einschalten. Und kann man sich denken, dass dieses Quali irgendwie auch sein Geld wieder reinholen muss. Also das geht nicht anders. Also mega, mega geil. Mega. Ey Leute, ich sag's euch,
Das war wirklich eine spontane Aktion, ich schwör's euch. Wir haben da keinen Termin vereinbart, wir waren einfach da. Der Kellner hat uns so hergerufen, ey, ich kenne euch von Foodflash, bla bla bla. Ne? Und da sind wir einfach in den Genuss gekommen, einer der geilsten Japrak-Spieße zu essen in Hamburg. Es waren den geilsten, es gibt keinen anderen. Ja doch, natürlich den geilsten. Ich kenne in der Art in Deutschland, sind mir nur zwei andere Spieße bekannt. Und sagen wir mal angenommen, meine Recherche war nicht ganz perfekt, kann ich mir nicht vorstellen, dass es mehr als 5 solcher Spieße in Deutschland gibt. Dann wäre schon viel, viel mehr vorbeigegangen. Also dieses Istanbul-Style, wisst ihr, das ist ja so Istanbul-Style, dieses eckige. Augsburg, Kerem, Edünyase, Berlin und jetzt der hier in Billstedt. Woanders habe ich noch keinen gesehen. War ein Erlebnis. Ein mega krasser Spieß. Also Hamburg, langsam geht es hier bergauf, ne? mit Streetfood und ja, vor allem auch mit Döner. Also krass, ne? Also der Dürüm war wirklich eine 11 von 10. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir hingehen sollen. Ich freue mich für Hamburg, Mann. Ich habe so lange kein Hamburg-Döner-Video mehr raus, weil nur Müll kam. Und alle haben auch schon endlich wieder ein Hamburg-Döner-Video. Schön, schön, schön.